Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Du dein? Hallo Hier und gibt hi. es unprofessionelles Gameplay, aber es wird gegameplayt. Ja, wer wissen will, wie es nicht geht, ist hier genau richtig. Genau, wir sind abschreckende Beispiele. schön, dass ihr wieder da seid. So, unser Rucksack ist da hinten. Ich wollte eigentlich in der Nähe meines Rucksacks. Jetzt bin ich hier auf dem Dach gespawnt. Jasmin, wie finden wir denn das? Gut. Nee, eigentlich nicht. Warum? Ich weiß nicht, ob ich mir ein Bein breche, wenn ich hier runterspringe. Du wirst ja sehen, spring mal. Okay, wenn du das sagst. Machst du ja sonst auch immer. Einfach. Ja, ich hab mir das Bein gebrochen. Ich hab das Auto anvisiert, ist aber nicht getroffen. Oh, schön. Hat die einen Wert? Nö. So, ich muss erstmal zu meinem Backpack. Do not enter. Ja, das Schild steht irgendwie auf der falschen Seite. Hätte ich das vorher gewusst, da wäre ich ja nie reingegangen, ne? Nee. Nein. Nie. Never? Oh, ich habe Bücher, elektrische Fallen und Kabelmanagement. Gehört ja irgendwie zusammen, ne? Ich habe die mal gelernt. Oh, ich. Ja, Bein ist gebrochen. Oh, Jasmin. Ja, Patrick. Mein Bein ist gebrochen. Oh nein, echt jetzt? Ja. Bist du wirklich gesprungen? Ja, du hast gesagt, ich soll springen. Ich hab's getan. Ach, du machst doch sonst auch nicht das, was ich sage. Ich habe dir blind vertraut. Wie immer habe ich auf dich gehört. Und das ist das Resultat davon. Bones. Bones. Wo ist der Kackvogel? Ich hab bloß von Hunger. Das wäre echt. Diesmal nicht, Freund. Diesmal Freund nicht. Haseblase. Ach, Scheiße. Hallo? Hi. Bin ich hier alleine? 6 Federn, geil. Alter Müll. Oh. Mais-Samen. Nice. Hab ich auch schon. Oh, da war mal ein bisschen stürmisch, junger Bursch. Der hält aber was aus. Ich brauche mal ein bisschen Kondition. Bitte nicht schlagen. Ich bin fett. Ich kann nicht mehr. Hm. Okay, ich kann wieder. So, jetzt falle ich hier wenigstens nicht rein, ey. Es hätte dir zu denken geben sollen, dass ich dick bin. Ich bin zu dick zum Weglaufen. So, Jasmin. Hm? Was es hier alles gibt. Meine Rüstung ist schwach. Ey, der zeigt dir sogar an, wenn deine Rüstung beschädigt ist. Das war gut. Hat er letztes Mal nämlich nicht. Nee, das finde ich ist auch ein nices Update. Wir haben eine schwebende Lampe. Der repariert den mit einem Reparaturkit gar nicht komplett. So. Jetzt erzähl ich nochmal, wo war denn hier was? Ich meine, das Licht sagt, da drinnen ist was Gutes, aber erfahrungsgemäß ist das nicht gut, wenn ich hier in Löcher springe. Den Verband halte ich mal lieber. Ah, hier. Ja. Oh Gott. Ich
Genau. Die einzige instabile Stelle. Für den Fall der Sicherheit. Ich traue den Kisten da unten nicht. Ich hoffe, die halten, ey. Du hast es ja nicht so mit vernünftig anbauen und so. Ich habe einen neuen Kochtopf. Ja. Das war auch, glaube ich, alles, was ich da raushole. Okay. Außer... Ist klar. Es hat 100 HP, aber wenn ich fette Sau da draufstehe, dann bricht es ein. Ja. Kommen die hier rein? Gebietsschutzblock, brauchen wir den? Ein Gebietsschutzblock? Ja. Ja. Denke. Trinken ist jetzt echt ein bisschen kritisch hier drin, ne? Das könnte nur beide dauern, ne? Was denn? Siehst du, jetzt habe ich den Zement unten hingepackt. Ne? Ja, wieso gehen die denn wieder weg? Hier gibt es Nahrung. Frischfleisch. Dann müssen wir das anders machen. Ja, sind genug Pfeile für alle da, ne? Nee, noch mal eine Fackel aufhängen. Rechtsklick. So, dann muss ich eine andere machen, wa? Nicht die, die ich hier gekriegt habe. Boah. Du bist eine Weile gut ausgewichen, aber irgendwann ist auch dein Glück zu Ende. Kochbuch bringe ich dir mit. Ja. So, was haben wir denn hier Feines? Oh, gutes Wasser. Mmh. Schmackhafter Durchfall. Also oder kann man die nicht mehr anhängen? Doch, eigentlich, wenn du an der Wand und rechts klickst, war eigentlich. Mach ich. Geht nicht. Geht nicht. Geht nirgendwo hier. Okay, die ist verschlossen. Geht nicht. Geht das? Toll.
Wie viel hält die Tür aus? Ah ja. Ach, da oben geht das nur. Ey, beruhig dich, Chantal. Komm, Digga. Taktisch. Hallo? Schön lächeln. Das mit den Türen ist mega cool. Das gefällt mir. So, was haben wir denn hier? Was? Nur, ja, dass wenn die da Löcher reinschlagen, dass ich da durchschießen kann. Ein Buch. Watch ahead. Verbessert die Handwerksfertigkeit in der Arbeitsstation. Schmieden. Erfahre, wie du deine Werkstatt mit Schmieden, Werkbänken, Zementmischern und Chemiestationen ausstattest. Jasmin, ich bin jetzt gebildet. Mhm. Shit. Verdammt. Oh, das ist ja schon abends. Was? Oh. Ist 19 Uhr? Ja. Du solltest zurückkommen. Ja, so bei Gelegenheit. Ich hab nur die Grillen zirpen hören. Ich, bin ja hier noch am Arbeiten, Jasmin. Ich arbeite doch in der Küche halbtags. Ich arbeite auch. Ich mach das auch schick. Zwei, das ist okay. Nehmt mal erst die Klassen. Oh, ein Rucksack. Da war, hat einer. Oh, Level up. Rucksack vergessen. Level up. Hier, oh, ich hab 8 Punkte, ey. Ganz wichtig. So. Toilette ist durchforstet. Mein Gott, das sind ja alles riesige Gebilde hier. Oh, das ist die Darmtoilette. Entschuldigen Sie, reizende Dame. Ich kann auch nicht zumachen. Das tut mir leid. Ich wollte Sie nicht stören bei Ihrer großen Sitzung. Ha? Das war Ihr großer Tag. Oh Gott, Sie hätten... Die Hälfte ging in Schlüpper. Das... Oh Gott. Alter, ist das dunkel. Ich bin orientierungslos. Ich kann keine Fackel machen. Jasmin? Was ist denn? Ich sehe nix. Was soll ich da jetzt machen? Es ist 7:30 und stockduster. Ja. Wenn du der Meinung bist, du musst loslatschen? Ich sterbe nicht schon wieder. So, wo kommen wir denn hier am besten runter? Zündel, dir ist kalt. Gewitter! Jasmin! Wir haben Gewitter. Ich bring dir erstmal den Kochtopf. Ja. Ich bin ja gleich um die Ecke, das ist ja praktisch. Oh, mach schon mal den Kamin an. Mir ist kalt, ich bin total durchnässt.
Und ich friere. Federn. Ach, du auch was zu trinken? Hallo Jasmin, da bin ich wieder. Hallo. Ey, ey. Das ist doch angenehmer als auf so ein Schild, oder? Ja. Warte, ich hab hier noch was für dich. Kennst du das schon? Vielleicht das Tierfett nach unten gepackt. Scheiße. Hä? Oh. Okay. Ich kann ja hier schon mal wieder ein bisschen einsortieren, was ich mitgebracht habe, ne? Hast du Tierfett hier oben, zufällig? Nee, tut mir leid. Hm. Doch, hier, in der Kiste. Ist das in der Kiste? Ich pack noch schnell mein Essen rein. Konserven. Mann. Wasser, das können wir jetzt abkochen. Oh! Ich bin zu blöd hier heute, ey. Aber hier brennt ja denn nichts ab, oder? Nö, eigentlich nicht. Ja, das reicht ja so. An Licht meine ich jetzt. Erstmal. So. Wo ist denn da? Hast du Wasser? Boah, unten ist ja voll dunkel. Ah, koch gerade ab. Ja, muss ich eine Fackel bauen. Haben wir noch Tierfett? Unten habe ich jetzt. Nee, da wo das Essen drin ist, habe ich das Tierfett reingepackt. Boah, darf ich das Wasser trinken? Ja, kannst dir was nehmen. Ich habe Angst im Dunkeln. Ja. Hast du das? Ach so, das sind die Heidelbeersamen. Naja. Reicht ja vom Licht, ne? So ist das mit dem Licht. Mal scheint es nicht. Achso, Nitrat hast du hier unten. Ich habe das oben jetzt in der, Ja, ich habe das jetzt erstmal reingemacht da, einfach. Ja, Lehm bräuchte ich. Ich wollte schon, ein Beet machen. Das ist gut, wir haben auch schon Samen. Ja, ja, deswegen will ich hier ein Beet machen. Aber da brauche ich noch Lehm. 20, glaube ich. Bring ich dir mit hoch? Jo. Wir haben noch keine Ramschkiste, ne? Glaub nicht. Was hattest du? Ich wollte gerade sagen, ich hatte doch eine Kiste mit Metallen. Wir müssen aber unten auch noch, glaube ich, die Tore mit Stein zumachen. Die Tore haben 15.000 HP. Naja, egal. Die haben ja viel Kraft. Sicher ist sicher. Du kennst mich doch. Ja, stimmt, wenn du einmal richtig in Wallung kommst, ne, da hält auch so ein Stand. Ey.
hier. Mindblowing. Ups. Auf jeden Fall müssen wir mehr Wasser und so kriegen. Bin nass. Ist das Dach undicht? So, Nitrado. Haben wir auch einsortiert. Und dann packe ich die Samen mit zu den Lebensmitteln. Ja, habe ich auch gemacht, glaube ich. Ah ja. Man muss sich erstmal noch so ein bisschen zurechtfinden jetzt, ne? Aber ich finde, so schlecht haben wir es hier nicht. Nö, eigentlich haben wir es hier ganz optimal. Sag ich, da habe ich auch rausgesucht. So, was können wir denn? Können wir eigentlich schon eine... Hast du Lehm hier? Mitgebracht? Ja, natürlich habe ich an das Lehm gedacht. Also, ich glaube nicht, dass ich das Lehm vergessen würde. Ich bin wie ein Elefant, ja. Wenn ich sage, ich denke dran, dann denke ich doch dran. Vergiss es. Ja, also da bin ich doch, Kumpel. Nee, nee. Würde ich doch nie vergessen. Ah, ja. So, ich hatte das die ganze Zeit auf Tasche. Ich habe nur unten vergessen, den Herd auszumachen. Na, das ist sicher. Ja. Er muss die nochmal runter. Ja. So, wunderbar, herrlich. Ey, bin ich doof jetzt hier? Das Nitrat ist unten, ne? Nee, stopp, hier. Ah. Wegen später Schießpulver. Ja, brauche ich mal kurz. Ja. Das ist wie so irgend so ein Jugendlicher, der Cannabis im Wandschrank anbauen will, weißt du? Wenn ich... Ja. Oh, herrlich. Es habe aufgehört zu regnen. Ach, Jasmin, sieht das nicht schön aus? Ja, hast du recht. Sieht so, wir haben noch aus. Eine Stunde Zeit. Und dann? Würde ich in der Zeit schon mal Baum holen, also Holz. Solange wie es noch hell ist, schon mal ein paar Reserven einstecken. Doch. In der einen Stunde schaffen es doch bestimmt noch mal ins Gelbe Haus, hm? Das sieht doch optimistisch aus, oder? Machbar. Schon wieder drei Köpfe. Ah. Okay, das war jetzt nicht geplant. Ich hab... Boah, Jasmin, ich habe hier eine Bodenluke gefunden. Sieht aus wie vom Bunker. 21.000 HP. Ja. Na denn. Ja, ich habe jetzt nicht mehr lange.
Oh, geil. Gehen Sie weg, Sir. Dies ist ein Hausfriedensbruch, Überfall, Einbruch. Ich habe eine Keule, räuberischer Überfall vielleicht? In den Mülleimern ist übrigens gar nichts mehr drin, ne? Aber hier sind Heizkörper, die können wir später abbauen. Gibt's doch nicht. Assassine! Er hat mal Pfeil gegessen. Ah! Au. Ach, Mann, Leute. Nicht gut. Jasmin, der Versicherungsmakler und seine Frau, die wollen mich schon wieder überreden, eine Versicherung abzuschließen. Er hat seinen Bruder mitgebracht. Oh mein Gott. Ich habe kein Auto. Noch nicht. Oh. Jetzt hier oder was langsam? Ich glaube, der Bude kommt wieder hoch. Oder auch nicht. Meine Güte, was ist denn das hier mit diesen blöden... Kein Problem. Dingern hier, ey. Okay, Jasmin, ich steig jetzt ein, ja? Ja. Okay, Jasmin, ich bin drin. Mhm. Halt du nur Ausschau wegen der Polizei. Noch ein Kochtopf. Habe ich eigentlich, Aber ich glaube, ich muss gleich mal kurz weg. Habe ich den anderen Kochtopf in die Station gepackt? Ein Geld für Samen. Erfahre, wie du Samen aus deinen Essenresten gewinnst. Verbessere die Fertigkeit zur Fertigung von Samen. Möchtest du, Bauer machen? Mhm. Okay. Ey, verarschen jetzt hier oder was? Ich krieg das nicht hin mit diesem blöden Gewächshaus. Diesem Beet. Wieso? Wo drückt der Schuh? Passt nicht. Müsste ich hier wahrscheinlich mitten in den Raum stellen. Ach, wegen der Hitbox, ne? Mach doch einfach nach oben das Dach auf. Da, wo du ihn hinstellen willst. Nein. Der ist nämlich nur nach oben so hoch. Ah. Wieso sind die schon schnell? Ach, verdammt. Ach, du meinst hier in diesem kleinen Raum? Jasmin, wo wohnen wir? Ja. Ist ja schon 22 Uhr. Ja. Nö. Nee. Oh nein. Keine Ausdauer. Jasmin, lass mich rein. Wieso fliegen da Penisse an meiner Wand?
Ah, jetzt könnte es vielleicht klappen, wa? Ne, das reicht ja immer noch nicht. Optimal. Das war jetzt aber ein hartes Unterfangen. Ich habe keine kleinen Steine mehr, ne? Nein, habe ich nicht. Toll. Wegen deiner Axt? Na, muss ich die 1 nehmen. Hier, ich habe Steine. Hinter dir. Oh, schöner Himmel. Und? Danke. Und? Okay. Danke. Und? Gleich. Ja, jetzt warte mal kurz. Daneben nicht. Ich wollte ja nur nett sein. So, ich bin der Meinung, wir sollten... Was bedeutet das, wenn es rosa ist? Wenn es rosa ist... Ja, wenn ich die Pflanze reinstellen will und es rosa... Muss das grün sein? Nee. Ja, also rosa. Ich weiß... Oh Gott, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also wenn du baust mit den, wenn du mit den Bauklötzen baust und es wird rosa, dann hat das mit der Stabilität zu tun. Auf jeden Fall sei jetzt auf. Müssten wir vielleicht mal zumachen noch. Was machst du da jetzt? Ich will nur so einen kleinen Balkon machen. Einen speziellen Balkon. Mhm. Reparieren. Wo geht denn die hier gerade ab? Hier? Nö, hier draußen. Achso. Einmal noch. Geht doch. So, was wollen wir denn? Wir brauchen Bauklötze, ne? Bist du auf dem Dach jetzt? Ja, ja. Kannst du da mal ein bisschen zumachen denn wieder? Ja, ja, ich mach gleich. Weil ich habe das jetzt aufgemacht, damit wir da ein bisschen hoch machen können. Entschuldigung, wir haben geschlossen. Ja, ja. Eröffnung ist nächste Woche. Kommen Sie aber gerne wieder. So, das reicht. Hausverbot, junge Dame. So, ein Stück vor müssen wir tatsächlich noch. Ich sehe gar nichts hier, ey. Kann ich hier nicht bauen, weil ich da dran stehe. Kleinen Moment. Das dürfte dann reichen. Ich sehe nicht, wo ich hinspringen muss. Wieso, wo willst du denn hinspringen? Wenn ich frage. Aufs Dach wollte ich.
Kann ich eigentlich hier oben das ab wegmachen, dieses Stein? Einfach so eine Reihe? Bist du denn? Ich bin hier draußen und verzweifle. Ach, wegen dem da. Was möchtest du? Hier oben, kann ich da ein bisschen weghauen vom Stein? Den da? Ja, ja. Den. Oder bricht das zusammen? Ja, ach, also, du meinst ja schon den da. Mann, okay. Ja, nicht, dass das hier zusammenbricht wie bei dir letztes Mal. Hör auf! Was denn? Lass das. Oh, oh. Das bricht doch zusammen. Guck mal, das geht bis oben. Hör mal auf. Ich komm runter. Musst du selber wissen. Nee, jetzt mach... Was machst du denn jetzt hier? Was soll ich denn jetzt machen? Bricht das jetzt zusammen? Weiß nicht. Wir sind ein Schlag davon entfernt, es rauszufinden. Nee, alles gut gegangen. Mutig. So wie ich es mir gedacht habe. Komm mal auf, Alter. Ja, ich wusste doch, dass nichts passiert. Am Dunkeln ist ein bisschen doof, hier zu gucken. Ja, sieht man nicht viel, ne? Nee. Muss man Licht anmachen draußen. Aha. Jo. Jetzt passt das aber, ne? Ach, geil. So, dann können wir von hier nämlich... Jasmin? Mhm. Draußen sind zwei Rehe. Ja, ich kann jetzt nicht. Ja, wenn es jetzt heller wäre, würde ich hier mal wissen wollen. Ich sehe halt gar nicht, wo der Pfeil hinfliegt. Gibt's doch nicht. Hä? Okay, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Was? Dass dieses Reh irgendwie nicht zu treffen war. Oh, Jasmin, das gibt ein Festbraten. Weihnachten ist gesichert. Mhm. Scheiße, Jasmin, ich bin gleich tot. Kannst du rausschießen? Ich habe keine Ausdauer. Wo soll ich denn hinschießen? Nein, nein, nein. Hast du noch geschafft? Nee. Freundin, kannst du nach draußen schießen? Wohin? Wenn du mir sagst, wohin? Aber ich habe uns das Reh noch fast durchgehend abgeschlachtet hierher geholt. Hm. Die haben halt alle orangene Augen. Wieso haben die alle orangene Augen? Ich weiß es nicht.
Ja. Ja, hüpf doch. Ja, da hüpft er. Komm hier. Komm. Nein. Lass das in Ruhe. Ja, hopp. Der aushält, ne? Der sieht schon aus wie ein Igel. Der hat so viele Pfeile im Rücken. So, der Igel ist weg. Jetzt haben wir nur noch einen. Ob ich da das wegkloppen kann, das kann ich erst morgen sehen, also sehen, wenn es hell ist. Alter. Was denn? Ging aber was rein in den Burschen. Hm. Ich. Hm? Ich würde allerdings vielleicht hier entweder noch was vorsetzen oder Spikes hinbauen. Erstmal nur einen Schutz gemacht hier. So. Das haben wir schon mal vorgeholt. Oh, du bist architektonisch unterwegs, ja? Ich will das hier nur ein bisschen, also gefällt mir jetzt noch nicht so, aber erstmal ein bisschen zumachen. Sieht absolut scheiße aus. Ich meine, was hast du dir dabei gedacht? Ich will das hier einfach erstmal nur zuhaben. Das war ein Scherz. So, das war's für heute von uns. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Wir würden uns freuen. Lasst gerne ein Like da. Bis dahin. Bis dann. Gut. Ciao. Ciao.